Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und jetzt weiß ich, der High Retro Game Lord kriegt förmlich eine Ekstase-Erscheinung. Wir sind auf dem Tiger Gamecom. Ja, hier, Mark vom Classic Game Room und meine Wenigkeit, wir sind große Fans vom Tiger Gamecom. Eigentlich eine der unterschätztesten Konsolen ever, ever, ever. Und deswegen zeige ich euch jetzt nicht was von der Konsole, weil das kriegt ihr später nochmal. Sondern wir fangen mit einem Klassiker an. Es ist, ohne Witz, das beste Spiel auf dem Tiger Gamecom. Ich starte einfach mal, wenn ich jetzt auf die Cartridge klicke. Ich weiß, die meisten haben sich das eh schon aus dem Titel gespoilt, aber wir spielen das beste Spiel auf dem Tiger Gamecom. Nur falls ihr das gleich nicht vergesst, ich werde das gleich ein paar Mal erwähnen, dass das beste Spiel auf dem Tiger Gamecom ist. Und ich zeige euch noch andere Spiele, die dann nicht so gut sind wie dieses Spiel. Ja, Hail to the King, Baby. Duke Nukem 3D auf dem Tiger Gamecom. Ein Handheld, der, ich glaube, noch erfolgloser war als der Vatara Supervision. Also nicht so unbedingt was Geniales, aber es hatte unglaublich tolle Lizenztitel. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Und eben auch den Duke. Wir machen Episode 1, wir machen Piece of Cake. Ich will euch nicht viel davon antun. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich kam sogar erschreckend ein bisschen, glaube ich, nach Level 3 oder so. In diesem Spiel auf dem Tiger Gamecom. Bin auch, glaube ich, der Einzige, der das macht. Ich glaube, es gibt noch kein Tiger Gamecom Longplay, korrigiert mich, aber hier nochmal Dank an den High Retro Game Lord, der gesagt hat, das ist die Konsole für mich und es ist die Konsole. Wir spielen Hollywood Holocaust. So. Ja, und es geht los. So, komm. Mach, schieß mal. Würdest du mal bitte die Aliens hier platt machen? Danke. So, komm, weg. Ihr seht, man kann sich nicht drehen. Das wird gleich später, wenn man durch den Gang geht, automatisiert. Wollte schon sagen. Habt ihr noch Schuss? Jammert er denn wieder? Und was ihr seht, ist wirklich das beste Spiel auf dem Tiger Gamecom. Es ist das beste Spiel. Also für Leute, die den Neo Geo Pocket kennen, den Wonderswan in seinen 199 Variationen oder ich überlege gerade mal, welche Totalausfälle hatten wir noch. Ja, der N-Gage war, glaube ich, auch nicht so wirklich erfolgreich. Um eine Tür zu öffnen, muss man übrigens lange eine Taste halten. Das war auch ein Gag, bis ich das rausgefunden habe. Habe ich noch gar nicht die Shotgun? Wer hat die Shotgun vergessen? Man kann doch hier eigentlich schon die Shotgun haben. Ist egal. Da ist sie. So, jetzt. Piece of Cake. Ja, und ihr könnt ja mal googeln, wenn ihr mal Bock drauf habt, was es alles für den Tiger Gamecom gab. Es gibt Mortal Kombat Trilogy. Es gibt Resident Evil für den Tiger Gamecom. Es gibt Sonic für den Tiger Gamecom. Es gibt so viele bekannte Namen. Es gibt Jurassic Park, Batman und Robin. Es gibt, ich weiß ja nicht, und das hier für den Tiger Gamecom. Wir haben eine Keycard. So, welche ist denn die richtige? So, jetzt seht ihr das gleich mal mit den Gängen. Das ist sogar gar nicht so uncool gelöst. Ihr seht, der dreht selber. Und jetzt ist es so eine Art Rail-Shooter. Dafür ist es auch ganz stimmig. Ah, komm her. Weg. Yeah. Die ja unsere Frauen entführt. Geht ja mal gar nicht. Also für die Leute, die wie ich rumnörgeln, Duke Nukem Forever wäre das schlechteste Duke Nukem aller Zeiten. Die können es das mal spielen. Ja, und für die Leute, die keine Ahnung haben von Duke Nukem, nein, das war nicht ein Charakter aus Manic Mansion, auch wenn einer der Protagonisten extrem ähnlich aussieht. Duke hat tatsächlich als Jump'n'Run angefangen und eigentlich erst mit Duke Nukem 3D in die Ego-3D-Perspektive gegangen. Der zweite Jump'n'Run, das ist auch richtig gut. Das kann man auch mal ein bisschen mal länger zeigen.
Ja, und über Duke Nukem Forever reden wir mal nicht. Da gab es noch ein anderes Spiel, das irgendwie, weiß nicht, 14, 17, gefühlt 23 Jahre in der Entwicklung braucht. Erinnert mich ein bisschen an den Berliner Flughafen. Und dann wisst ihr auch ungefähr, wie das Ergebnis sein wird. Nämlich ganz toll. Ja. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass die Sound-Samples nicht so gut sind. Damit können wir jetzt übrigens den Level mal abschließen. Aber dann haben wir den ersten Level tatsächlich durch. Boah, sind nicht geil. Boah, dann kann ich euch ja hier noch eine Menge zeigen, also. Willkommen in Death Row! Bei Duke Nukem 3D auf dem Tiger Gamecom. Also da könnt ihr von ausgehen, von der Maschine kriegt ihr noch wesentlich mehr, weil die Lizenzsachen, die möchte ich euch doch auf jeden Fall zeigen. Also stellt euch einfach mal in der unglaublichen Technik Resident Evil vor. Mir fallen jetzt noch ein paar andere Titel noch nicht ein, wo ich auch gelacht habe, dass die tatsächlich auf dem Tiger Gamecom auch noch waren. Aber der Duke, das passt nun total. So, komm, erstmal weg mit dir. Ich werde euch mal ein bisschen kredenzen. Ja, du bist verdammt gut. Du hast ja auch Balls of Steel. Nicht wahr? Aber sonst, der Duke, der ist schon eine coole Sau. Aber musste der unbedingt auf dem Tiger Gamecom enden? Obwohl, es gibt Sachen, die erwartet ihr gar nicht. Das Ding war übrigens auch internetfähig. Also ihr konntet mit dem Ding eigentlich ziemlich alles machen. Hatte auch so eine Art Dual-Screen-Option. Also war in vielen Punkten auch wieder technisch natürlich allen möglichen Leuten tierisch voraus. War nur allerdings unglaublich scheiße in der Handhabung. Und bald zeige ich euch, wie schon gesagt, mehr dazu. Da könnt ihr euch mal freuen. Da werdet ihr total begeistert sein. Aber sonst, wie ihr seht, es ist jetzt nicht wirklich schnell, aber es ist spielbar. Und ich wiederhole es nochmal, wenn ihr euch jetzt wirklich fragt. Ja, dies ist das beste Game mit Abstand. Ja, auf dem Tiger Gamecom. Ich weiß jetzt, wenn Gameboy-Besitzer sagen, verdammt, warum hatte ich nie ein Tiger Gamecom? Weil hier gab es kein Mario, glaube ich. Nee, also das ist sicherlich nicht eine Konsole, die man haben muss. Seitdem man ist so bescheuert wie ich, aber ich überlege gerade mal, was habe ich denn noch für tolle Handhelds? Ja, der Sega Game Gear ist selbst besser. Der Atari Link. Stimmt, der Atari Lynx ist sogar technisch besser als das Ding hier. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Atari Lynx, damit kommt man Leute erschlagen mit dem ersten. Na gut, mit dem Game Gear auch, aber. Oh. So, gehen wir mal rein in den Knast. Ich habe meine Seife immer dabei. Bow for no one. Der Headshot Duke ist wieder da. Aber sonst, ihr müsst auch mal gucken. Das spoil ich nicht. Das spoil ich nicht. Da für die Leute, die mal die Beschreibung lesen wollen, oder ihr. Von wann dieses Meisterwerk ist. Man könnte das übrigens auch mit anderen Systemen vergleichen. Ich sag doch, Und das ist kein Prototyp hier, das ist die finale Version. Ich garantiere, der High Retro Game Lord ist jetzt hier mal von dieser Aussage befreit, aber es gibt sicherlich 10.000 Leute, die sagen, ey, mach doch davon noch ein Let's Play. Ihr habt die anderen Sachen noch nicht gesehen, das wird noch viel geiler. Ja, korrigiert mich. Also der High Retro Game Lord ist ein großer Fan dieser Konsole. Ich glaube, Sonic ist so mit das. Ich glaube, das ist so die Körperverletzung, glaube ich, auf diesem System. Aber ich glaube, es gibt so. Also ich glaube, der Mark vom Classic Game Room hat, glaube ich, so. Ich glaube, der hat nur so 8 Titel durchgehalten. Weil ein paar sind richtig gut, nämlich total toll, aber es gibt ja übrigens auch was für die harten Game & Watch Sammler. Ja? Ich meine, es gibt ja verschiedene Companies, die diese LCD-Sachen gemacht haben. Tiger hat das natürlich auch gemacht. Und es gibt von Tiger, das ist das, was mir noch fehlt in der Sammlung, abgesehen von der C64-Version von Metal Gear, es gibt tatsächlich ein Tiger
Handheld von Snake's Revenge. Von Castlevania auch, klar, das ist noch verständlich, aber von Snake's Revenge gibt es tatsächlich ein Handheld. Ich glaube, von denen gibt es auch, glaube ich, Ninja Gaiden haben die auch gemacht. Shinobi gibt es, glaube ich, von denen auch. Die haben eine Menge Sachen gemacht. Und ein paar Sachen waren auch gar nicht so schlecht. Aber auf Snake's Revenge kam ich jetzt nicht so unbedingt, dass man das so als Nonplusultra haben muss. Oh, da kann ich den Level schon wieder beenden. Ist noch irgendeiner? Warte mal, wo geht's denn da lang? Door unlocked, ja, dann gehen wir da rein. Ne, Foot muss ich nicht machen. Obwohl, komm, einmal hier für euch. Zack. Einmal hier. Kick to the death. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch mehr Waffen gibt. Ich weiß auch nicht, wie gut der Port ist. Wie viele Levels das Ding überhaupt hat. Also wieder, ich war bis Level 3 mal. Da seht ihr, ja, ich kann mich extrem auf solche Sachen vorbereiten. Also da, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Also Tiger Game kommen. Es wird das Jahr des Tiger Game kommen. Geile Kiste. So, was haben wir hier? Na? Ich bin ja gerade am Exit vorbeigegangen. Einfach wieder zurück. Ist das der Gag? Also sieht so aus, ne? Ja, dann kann ich den Level noch beenden. Dann gucke ich gleich mal so ganz geschult auf meine Uhr. Und dann entscheide ich mal, wie viel ich euch noch von Level 3 zeige. Ich glaube, ihr habt schon eine Menge gesehen von diesem Titel. Aber ich glaube, ihr seht bei mir jetzt gerade, glaube ich, mehr als im ganzen Internet, glaube ich. Hier kann man sich übrigens den Weg wählen. Das fand ich auch ganz geil. Also deswegen, ein paar Elemente finde ich von diesem Spiel gar nicht schlecht. Das Problem ist einfach, dass dies ein Handheld ist, der, sagen wir mal, scheiße ist. Der einfach vollkommen fehlkonstruiert war. Ja, bist du. Die Soundsamples wirken in der Qualität auch ganz toll. Aber immerhin, das Ding hat Sprachausgabe. Also. Aber da komme ich auch nochmal zu, wenn ich dann irgendwie mal wieder Handhelds mache. Vielleicht mache ich auch mal eine neue Handheld-Collection. Dann erzählen wir auch mal was vom Tiger Gamecom. Es gibt ja dann noch einen Gizmondo, wie schon den Watara Supervision, wie angesprochen. Aber sonst glaube ich. Ich habe auch langsam, glaube ich, was Handhelds angeht, habe ich wirklich dann alles, was Rang und Namen angeht. So. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Was ist denn der Level, den ich beenden kann? Ich würde jetzt gerne mal Richtung Exit gehen. Ah, da ist das Exit. Schön. Zack. So, was sagt die Uhr? Oh, da war schon. Boah. Ist ja so geil. Sind ja schon mal 13 Minuten. Ihr könnt übrigens auch, das kann ich auch mal eben zeigen. Links schießen und rechts schießen. Sollte wahrscheinlich so eine Art sein für Strafe. Habe ich aber nie irgendwie wahnsinnig sinnvoll gefunden, weil so viel Monsterhorn sind die nicht. Und die sind auch von der KI so, dass sie sich auch wirklich schön in die Reihe stellen. Au! Neuer Gegner extra für euch. Schön, die Gehirne. Weg mit dir, zack. Ah, komm. Knallen wir uns nochmal einmal durch die Gänge. Hier bei Duke Nukem 3D auf dem Tiger Gamecom. Und wenn der High Retro Game Lord das nicht heilig spricht, dieses Video, dann weiß ich aber auch nicht. Extra für ihn. Zu vollem Preis. Und wie gesagt, es gibt mehr von der Kiste. Wird wahrscheinlich irgendwie wieder irgendein Kritiker, das sind dann diese Leute, die gerne mal einen Daumen nach unten geben. Nee, mit der Nuken mehr Alleinstellungsmerkmal haben. Richtig. Ich wollte mich immer schon auf Tiger Gamecom spezialisieren.
Kann ich den wegschießen? Nein, natürlich nicht. Achso, da steht dann, dass man ein bisschen so ein Hindernis hat. Dann kann man genau mal eben kurz reingucken. Und dann reicht das auch, denke ich. Weil auf dem Level, glaube ich, spiele ich, glaube ich, recht locker durch. Ist da eine neue Waffe? Ja, was lag da? Und da sah das nur so aus. War das ein schlechter Glitch? Na, komm. Ich hätte gerne mal die Freeze Gun oder sowas. Mit den ganzen anderen Spaß, die man so aus Duke kennt. Den Shrinkstrahl. Ja. Return to the English. Shrink Ray oder Verkleinerungsstrahl. So rum. Machen wir es mal richtig. Ah, komm. Mach mich mal tot. Das reicht jetzt auch. Ah, komm. Mach den Duke mal kalt. Boah. Alter, weg. Ich habe ein Passwort. Also, wer hier in Level 3 weiterspielen kann, ne? Leg mal los. Och, bei Quid sind wir direkt wieder raus. Naja, das war Duke Nukem 3D auf dem Tiger Gamecom. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr das Video nicht feiert, dann weiß ich es auch nicht. Und ich denke, ich sag's nochmal, ne? Ihr kriegt mehr davon. Ob ihr wollt oder nicht. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und denkt dran. Tiger Gamecom. Tiger. 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 Ich würde jetzt Eye of a Tiger drunter mischen, wenn es da nicht böse Ärger geben würde. Tiger, 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 Tiger. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.